Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen hier zum nächsten Pack Opening. Heute geht es, oder ich weiß nicht, wie ich das Video nennen würde, heute haben wir 6 random, wirklich random, die Booster, die ich noch übrig hatte. 6 Booster haben wir heute hier, ja, freut euch drauf. Sind 60 Karten, Gott, hier sieht man noch den Preis. Wir haben einmal Stunde der Wächter dabei, wir haben Aufziehen der Sturmröte, dann haben wir Sonne und Mond, das ganz normale Standard-Set, dreimal Licht der Finsternis oder Grauen der Lichtfinsternis und wir werden alle Packs aufmachen, ja, mal gucken, ob da was Cooles dabei ist. Auf jeden Fall würde ich mich über eine Rainbow freuen oder über eine richtig krasse Full Art. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, ich habe mir die Packs irgendwann mal geholt, so nach und nach, und muss sagen, ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall einige jetzt aufmachen. Wir werden mal gucken, was wir da so rausziehen werden. Ja, wir machen die jetzt nach und nach einmal auf. Werden uns hier einmal vom Papier trennen an dieser Stelle. Ja, die kommen wieder weg. Die packen wir mal schön zur Seite. Und wir machen einmal den coolen Trick, weil wir es drauf haben. Und wollen im Anfang. So, wir sehen hier einmal eine Energiekarte. Kann man leben. Dann haben wir das Sonderbonbon dabei. Wir haben Aranestro. Das war jetzt übrigens gerade, wenn ich jetzt richtig liege, Sonne und Mond, wir fangen jetzt einfach mal nach den Erweiterungen direkt an. Dann sehen wir Aranestro. Wir sehen Pandia, richtig cooles, richtig dummes Anfang eigentlich. Araquara ist dabei. Florbell ist dabei. Yorklef, das ist mega süßes Artwork. Richtig cool auf jeden Fall. Paras ist dabei. Dann haben wir Ibitak und unsere Reverse ist hier ein Sankabu. Unsere Secret-Karte ist ein Knierfisch. Bis jetzt beste Karte aus dem Pack. Ja, Sankabu läuft bei dir, Boy. Als nächstes werden wir uns hier, ich weiß nicht, wir gönnen uns erstmal Stunde der Wächter, weil da steht noch der Preis drauf, 4,99. Ja, da läuft bei mir. Ja, würde ich sagen. So, die kommt wieder weg, die Karte. Ich habe jetzt 2 Bienen hier vorne schon zu sehen gehabt, aber wir packen trotzdem wieder 4 Karten nach vorne, weil wir wollen ja natürlich die beste Karte hinten haben. Unsere Energiekarte Elektro ist dabei, Mogelbaum, mega cooles, sickes Artwork auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der Zoom so gut ist, müsste aber auf jeden Fall sein. Maho ist dabei, ja, die würde ich echt gerne haben. Wenn ich richtige, gibt es die auch als Gold-Variante, würde ich mega gerne für meine Sammlung haben. Energieaufbereitung gibt es, glaube ich, auch als Goldkarte, würde ich richtig hart feiern, wenn wir das im Pack haben. Schwalbini dabei, Weimir ist dabei, Rotytox und unsere Reverse ist hier an dieser Stelle ein Absol. Dieses Artwork gefällt mir mega cool auf jeden Fall. Und unsere Secret-Karte ist hier ein Vylord. Es ist heute kein Backlog am Start. 60 Karten, Freunde. Ja, und nichts ist dabei. Was meint ihr? Wird da heute noch was kommen? Auf jeden Fall, das Vylord, das Artwork war geil. Das war richtig cool. So, wir gehen als nächstes in Aufziehen der Sturmröte. Mal gucken, was dabei ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich richtig mal über eine Rainbow freuen, weil ich habe, muss jetzt ganz ehrlich noch zugeben, ich habe noch nie eine Rainbow gezogen. Noch nie, gar nicht. Also ich würde mich echt freuen. Wir sehen hier einmal Feuerenergie. Ja, dann sehen wir Duodino einmal dabei. Dann haben wir hier an dieser Stelle einmal Alpollo. Wir sehen hier ein Chillabell. Mega cool. Das Artwork ist eigentlich echt cool. Ist das damit Essen? Hier ist ein Kissen. Ach, lol. Krebskorb ist dabei. Mega krasser, harter Blick hier. Mega böse auf jeden Fall. Staralili dabei, dann sehen wir Mehekel, dann sehen wir Hornio. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der, ich muss mal ein bisschen Licht anmachen, ich glaube, so kann man es besser sehen. Ich bin nicht so der Riesenfreund von diesen Mons mit den gemalten Bildern. Alola Kleinstein und unsere Reverse-Karte ist hier ein Typ 0, gefällt mir, weil ich habe Amigento DX. Und unsere Secret-Karte ist hier ein Pumpkin. Also ich glaube, diese Packs, ich weiß, warum ich die einfach so lange zugelassen habe, weil hier nichts drin ist. Aber ich hoffe, dass hier zumindest hier im ersten Pack Licht der Finsternis hier auf jeden Fall was Gutes dabei ist. Ich würde mich mega freuen, wenn eine Cosma dabei ist, weil eine Cosma brauche ich auch unbedingt in meiner Sammlung. Ja. Aber so viel glaube ich, so viel Lack habe ich heute nicht, weil ich glaube nicht, dass wir so viel Lack haben. So, wir packen wieder die tollen Trainingscard-Online-Codes, packe ich weg, ja. Die könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde wieder so ein paar verlosen, ein paar verschenken in den Kommentaren. Und das Pack hat es eigentlich schon ein bisschen mitgenommen. Man sieht hier oben, dass da so kleine Kanten sind. Ich weiß gar nicht, ob man das genau sehen kann. Da oben kann man das hier sehen. Finde ich auf jeden Fall schon mal nicht so geil. Wir sehen eine Energiekarte. Dann sehen wir den Wellenbrecher Marinus und Tobitz. Ich habe schon mal, das Artwork hatten wir schon mal. Das finde ich mega cool immer noch.
Ultra-Forschungsteam ist dabei, Pisao ist dabei, Obei. Und das ist das, was ich meinte. Ich mag diese Artworks nicht, wo die Pokémon so nachgestellt sind mit Figuren oder mit Knete oder so oder mit Wolle oder was auch immer. Finde ich nicht so geil. Pummel ist dabei, Grammokless und Iguana. Und unseres Viewers ist hier ein Dianzibrus. Na, mega geil. I like it. Und unsere Secret. Was ist das für ein Pack? Holy shit, das ist ein Xerneas und ein Dianzi. Wir haben einfach, alter, mega krassen Packler. Wir haben ein Dianzi Prisma und wir kriegen ein Xerneas GX. Mega, mega, mega krass. I like it. Kann ich gar nicht weiter. F, I like it. Ich muss mal schnell gucken hier. Xerneas, my boy, in welcher Kategorie du bei mir gerade reinfällst, weil ich weiß, dass es drei Artworks davon gibt und wir haben das erste ganz normale. I like it, Alter, Freunde, guckt euch das Artwork an, das sieht mal mega, mega krass aus und Dianzi ist auch noch dabei. Dianzi müsste auch noch ein paar mehr haben. Ich habe in dem Ball immer noch mein Zweitbildschirm offen. Ich gucke jetzt gerade auch mal gerne ein bisschen mittlerweile, weil ich muss sagen, ich mag echt gerne gucken, aber ich finde dieses Artwork mega gut. Es ist, glaube ich, sogar, es ist eine Holo, ne? Oder ist es so gemacht? Es ist eine Reverse. Auf jeden Fall glänzt es mega krass. Man kann das jetzt, glaube ich, echt gut im Spiel sehen. Das ist eine Reverse. Das Ding ist komplett. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Absicht ist bei diesen Prisma-Dingern. Aber mega krass. Und das Xerneas schockt gerade alles. Mega gutes Pack hier an dieser Stelle. Ja. Xerneas kommt dahin. Die Xerneas geht dahin. Mega geil. So, wir haben noch zwei weitere Packs. Ich wollte eigentlich einen Arceus haben, aber ein Xerneas nehme ich auch, Alter. Mega krass. Gefällt mir. Ja. Ich kann mich nicht mehr beklagen ab jetzt. Ich kann mich eigentlich nicht mehr beklagen. So, wir packen wieder die vier Karten nach vorne. Mal gucken, ob da wieder was Gutes dabei ist für uns. Wir haben einmal die Energiekarte. Dann sehen wir Magneton, ja, mit Blitzkanone als Attacke. So, richtig krass. Das Chefrum ist dabei. Wir haben heute auch, glaube ich, schon Mehike gezogen, glaube ich. Bin mir jetzt aber gerade gar nicht hundertprozentig sicher. Dann sehen wir Heureka. Kein großer Freund von dir aus dem Anime. Definitiv nicht. Efem ist dabei. Kaumalat ist dabei. Und schon wieder dieses Obei-Artwork. Ich mag dieses Obei-Artwork einfach nicht. Ich bin da echt kein Freund von. Viscora, Arctip und unsere Reverse ist hier ein Tragosso. Und ich muss sagen, dieses Artwork habe ich ja schon mal erwähnt in glaub, letzten oder vorletzten Pack-Opening. Mag dieses Artwork. Und unsere Secret-Karte ist hier ein Tisauran. Schade Schokolade. Ein Pack haben wir noch, aber ich muss sagen, trotzdem haben sich die Packs schon gelohnt. Für eine GX Xerneas lohnt sich diese Pack-Opening auf jeden Fall. Ja, wir werden jetzt hier auch nochmal wieder unsere Online-Codes weglegen, packen wieder die ersten vier Karten nach vorne und vielleicht habe ich jetzt das allererste Mal eine Rainbow dabei, Freunde. Ja, wir sehen hier an dieser Stelle einmal eine Energiekarte. Alles gut. Fossierungs- Ausgrabungskarte ist dabei. Dann sehen wir das Labor von Delis. Dann sehen wir die Denim vollgefressen bis oben hin mit die Hamsterbäckchen erstmal gegönnt. Wurfels mega traurig vom Haus. Wurde wahrscheinlich ausgeschwört bei dem Wetter. Grammokles ist dabei. Flabébé. Dann läuft hier. Und das ist auch wieder so ein Artwork wie Owei. Ich bin kein großer Freund davon. Aber trotzdem kann ich da mich nicht beklagen. Ich mag das Artwork nicht so, aber ich verstehe es nicht. Es gibt geile Radwerk, so wie dieses Tragosso, mega cooles Radwerk. Und unsere Reverse ist hier ein Zygarde und unsere Secret-Karte ist hier ein... Nope. Vividion. Okay, keine guten, allzu guten Karten rausgeholt, Freunde, muss ich sagen. Ja, wir haben ein paar gute Reverse rausgeholt. Tragosso gefällt mir, Typ 0 gefällt mir. Also von daher finde ich es geil. Dianzi und auch Xerneas sind dabei. Ich weiß nicht, ob Dianzi extra so gemacht ist, aber mega krass, gefällt mir, ich liebe das, wenn das so ist, und dieses Xerneas, das ist einfach mega krass, ganz ehrlich, guckt es euch an, das ist mega krass, zwar wäre ein Xerneas Rainbow mega geil gewesen, aber ich beklag mich definitiv nicht, und bei Dianzi mit dem tollen Prisma ist es auf jeden Fall auch mega viel wert, freut mich echt allgemein, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von den Packs, aber trotzdem, mega gut, kann man sich nicht beklagen. Xerneas GX, Dianzi Prisma und ein paar gute Reverse sind dabei. Von daher finde ich sie auf jeden Fall gut. Lasst auf jeden Fall einen Daumen dafür. Xerneas, mindestens 10 Likes sind drin bei dem Ding. Definitiv. Ja, wenn ihr mehr Pack-Openings sehen wollt, lasst einen Daumen da. Ich habe noch ein schimmerndes Ho-Legenden-Box da und so. Würde mich freuen, wenn ihr da auch nochmal ein bisschen was zu schreibt, wenn ihr das gerne sehen wollt.
Deswegen würde ich mich da auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao. Dankeschön fürs Zusehen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.